In diesem Video möchte ich dir zeigen, wie du die Frequenz Infinity Verbindung mit deinem Hören selbst am effektivsten nutzen kannst und damit den besten Erfolg erzielen kannst. Ja, die Frequenz Infinity, da geht es ja darum, dass du dich mit deinem Hören selbst, mit deinem Gottesbewusstsein koppelst, oder es gibt ja verschiedene Schichten von Bewusstsein, das geht in Bewusstseinsebenen, Bewusstseinsschichten, und du wirst dich dann irgendwo in ein höheres Bewusstsein hineinklinken können mit der Frequenz, wenn du sie dich öfter und regelmäßig hörst oder auch bereit bist für diese Erfahrung. Also wie nutzt du diese Frequenz am besten? Und zwar, ich empfehle dir zwei Sachen. Als erstes empfehle ich dir, dass du sie am Anfang nicht so oft hörst, also vielleicht in der Woche vielleicht 1 bis maximal 3 Mal, weil diese Frequenz macht Folgendes: Wenn du sie hörst, dann verändert sie in dir, baut sie ja eine Brücke zum Universum, und sehr viel wird sich dann anfangen zu integrieren und zu verschieben. Also auch in deinem inneren Leben, in deinem Bewusstsein, in deinem Denken, Fühlen und gleichzeitig auch in deiner Außenwelt. Das heißt, wenn du sie zu oft hörst, würde ich am Anfang auf keinen Fall tun, sondern wirklich nur einmal hören, dann wirklich ein paar Tage warten und dann wieder mal hören. Und dann vielleicht noch eine Woche warten und dann wieder, und dann schön langsam sich rantasten an dieses Bewusstsein, weil das verändert in der Außenwelt sehr, sehr viel und auch in deiner inneren Welt. Ich empfehle dir, dass du sie das erste Mal hörst im Schneidersitz, wenn du eine Stunde sitzen kannst. Du gehst normal in den Schneidersitz, tust dir eine Schlafmaske rauf und tust dir den Kopfhörer auf und hörst dir einfach die Frequenz an, und du wirst merken, binnen sehr kurzer Zeit, wenn du deine Gedanken loslassen kannst und dich in einen Trance begeben kannst oder wirklich in diesen Zustand des Seins eintreten kannst, dann wirst du die Wirkung sehr, sehr schnell erleben. Ich werde übrigens auf diesem Kanal noch viel mehr Videos in Zukunft hochladen, wo ich dir viele Techniken und Tipps gebe, wie du mit Frequenzen viel bessere und effektivere Ergebnisse produzieren kannst, mit vielen weiteren Tipps dazu. Auf jeden Fall hör sie dir im Schneidersitz an. Alternativ kannst du dich auch hinlegen. Ich würde aber so ein bisschen nach oben neigen, also so ein Polster nach hinten nehmen und dann ein bisschen den Kopf nach oben, dass du nicht so schnell einschläfst, und dann im Liegen hören. Und wichtig ist, dass wenn du fertig bist mit der Frequenz, dass du wirklich keine Loop erzeugst, dass sie nicht von vorne anfängt, sondern dass sie, wenn sie aufhört, einfach aufhört. Weil zu lange hören ist nicht so empfehlenswert bei dieser Frequenz, weil sie sehr viel in dein Gehirn umschachtelt, viele Neuronen, Bindungen umändert, und deswegen empfehle ich dir einfach ein bisschen weniger von der Frequenz zu hören, und weil sie schlägt einfach sehr, sehr intensiv an. Ja, die Frequenz hat halt verschiedene, die Frequenzen der jeweiligen Planeten, die Quersumme 9 geben, und wenn diese, also diese laufen auch in der jeweiligen Umlaufbahn, und die letzten Minuten sind dann sozusagen eine Planetenparade, und die macht dann eine Brücke in dieses kosmische Bewusstsein. Was ich dir noch empfehlen kann zu dieser Frequenz ist, wenn du sie hörst, dass du also auf der einen Seite halt nicht so oft hören, auf der anderen Seite eher im Schneidersitz, und du kannst sie entweder... Ich würde empfehlen, in der ersten Phase, dass du sie vorm Schlafen gehen hörst, aber nicht direkt, du gehst ins Bett und hörst jetzt noch kurz an, sondern so, wenn du 22 Uhr ins Bett gehst, dann hörst du dir um 21 Uhr an, dass du nicht dabei einschläfst. Ja. Das würde ich dir empfehlen, alternativ direkt nach dem Aufstehen sie zu hören, aber das wäre so eher meine zweite Wahl. Ja. Gut, noch weitere Tipps dazu findest du in der angehefteten PDF. Die Nutzungs-PDF, da sind noch weitere Tipps dazu, da kommen auch immer weitere Tipps hinzufügend. Und in dem Sinne wünsche ich dir viel Freude und viel Spaß bei der Frequenz, und wir sehen uns im nächsten Video.